also aus? Die geklärte Beziehung zwischen dir und Barbara? Bitte, Gero. Du wolltest doch mit ihr Schluss machen. Dieser Idiot mit seinem scheiß Motorrad. Wenn er Anna nicht mitgenommen hätte... Ich kann doch tausend Gründe haben. Hör auf, es auf Alex zu schieben. Ich habe keine Ahnung, wo Frank ist. Das können wir dir leider nicht glauben. Ich wollte wirklich, dass alles gut wird. Und ich habe mich auch so gefreut auf das Baby. Du solltest dir bessere Freunde zulegen, Kleine. Solche, die da sind, wenn du sie brauchst. Auf uns kannst du dich verlassen, was, Jungs? Ja, klar. Was willst du denn damit sagen, Gero? Wenn du Barbara schon mit eurer Beziehung hintergehst, warum solltest du sie nicht auch im Geschäft hintergehen? Das ist doch eine ganz miese Unterstellung, Gero. Wie kommst du überhaupt dazu, sowas zu behaupten? Was habe ich behauptet? Dass ich für Clarissa spioniere. Ich zweifle nur an deiner Aufrichtigkeit. Das ist alles. So, Gero, ich werde dir jetzt mal was sagen. Es gibt Geschäftliches und es gibt Privates. Und das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Verstehst du? Bei der ganzen Diskussion um die undichte Stelle bei Caradonna hast du offensichtlich völlig übersehen, dass du derjenige bist, der sich in beiden Firmen bestens auskennt. Aber das weiß doch nun wirklich jeder, dass ich Clarissas Chefdesigner war. Hast du dir deshalb solche Mühe gegeben, den Verdacht auf andere Mitarbeiter zu lenken? So ein Quatsch. Das Beispiel mit der Blumberg sollte doch nur illustrieren, wie wenig wir von unseren Mitarbeitern wissen. Ach ja? Was heißt ja, ach ja? Ich habe Doris Blumberg nicht beschuldigt. Das ist doch nun wirklich das Letzte, Gero. Wie kannst du an meiner Loyalität zu Barbara zweifeln? Wie kann ich nur? Wo wir beide ganz genau wissen, wie loyal du zu Barbara bist. Du magst doch Motorräder, oder? Klar. Was hältst du denn von meinem? Schöne Maschine, keine Frage. Gehört dir, wenn du willst. Was? Hast du schon richtig gehört. Ich schenke sie dir. Bist du verrückt geworden? Warum das denn? Ich fahre nicht mehr damit. Nie wieder. Warum das denn, Alex? Du liebst doch dein Motorrad. Ich habe es geliebt. Jetzt hör auf, dir die Schuld für Annas Unfall zu geben. Du hast dir nichts vorzuwerfen. Dieser Meinung sind alle hier, sogar Anna. Wenn Jan die Maschine nicht nimmt, lass ich sie verschrotten. Spinnst du, Alex? Dann gib die Maschine lieber mir. Ja, glaubst du, ich kann nicht Motorrad fahren? Möchtest du dir das nicht noch mal in Ruhe überlegen, Alex? Du musst das doch nicht jetzt entscheiden mit der Maschine. Also Kinder, ich bin überhaupt nicht davon begeistert, dass hier irgendjemand Motorrad fahren will. Egal, ob nun Jan oder Susanne oder sonst wer. Machen Sie sich mal keine Sorgen, Frau Brandner. Ich bin sicher, da kann nichts passieren. Na, warum behältst du dann nicht die Maschine? Ich bin das Problem, nicht die Maschine. Bei dir ist sie in besseren Händen. Hier. Nimm. Bitte. Wusste ich's doch, dass er nicht lange widerstehen kann. So, Schluss für heute. Ich muss dicht machen. So früh? Ja, so früh. Ich weiß schon, warum du Feierabend machen willst. Du möchtest mit mir alleine sein, ungestört. Mir gefällt die Idee. Mann, lass mich endlich los und verschwindet endlich. Ich glaube, die Dame ist ein bisschen nervös. Wäre vielleicht besser, er macht mal die Fliege. Ich gehe auch mal. Bist vielleicht heute doch nicht so in Stimmung. Aber ich kann warten. Bis du heißer bist. Bis zum nächsten Mal, Süße. Wenn wir nur schon zum tausendsten Mal über dieses Thema reden, dann bitte ich dich auch mal ein bisschen weiter zu denken. Ja, was glaubst du passiert, wenn ich Barbara von uns erzähle? Du willst also doch kneifen. Gero, darum geht es jetzt nicht. Ich habe dir eine Frage gestellt. Ach, was soll schon passieren? Ich weiß es auch nicht. Hast du nie darüber Gedanken gemacht, welche Konsequenzen das für uns alle haben könnte?
Es ist keine Situation, die man gut im Voraus einschätzen kann. Sie wird sehr verletzt sein, natürlich. Und? Ja, und was? Es wird eine Zeit lang schwierig werden, klar. Gero, ich sag dir jetzt mal, was passieren wird. Sie wird mich rauswerfen, hochkant. Meine Arbeit hier kann ich vergessen. Hast du darüber auch mal nachgedacht? Deine Karriere ist ja so wichtiger. Gero, so leicht ist es nicht. Dich wird Barbara auch rauswerfen. Du verlierst sie auch. Du willst es ihr also doch nicht sagen. Darum allein geht es nicht mehr. Ich möchte einfach nicht, dass wir hinterher alle mit leeren Händen dastehen. Es muss eine bessere Lösung geben und wir werden sie finden. Du weißt, wie wichtig du mir bist. Hallo, Alex. Was machst du denn hier? Du siehst schlecht aus. Bist du krank? Nein. Ich bin noch nicht so gut drauf heute. Darf man fragen, warum? Vergiss es. Sag mir lieber, was du von mir willst. Willst du mir nicht erstmal einen Platz anbieten? Ah ja, klar. Selbstverständlich. Hier, bitte. Also, schieß los. Ich brauche deine Hilfe. Tatsächlich. Es geht um Arno. Jetzt, wo er quasi zur Familie gehört, möchte ich ihm gerne helfen. Aber du weißt ja, Männer sind oft stolz und lassen sich nicht so gerne helfen. Schon gar nicht von einer schwachen Frau. Da dachte ich mir, vielleicht kannst du mir behilflich sein. Womit denn? Ich habe einen Auftrag für ihn. Einen großen Auftrag. Aber dafür muss ich etwas mehr über seine Firma wissen, du verstehst. Was willst du denn wissen? Firmenprofil, Erfahrung mit Großprojekten, momentane Auslastung, einfach alles, was ein potenzieller Auftraggeber fragen würde. Klar. Ja, mit den Aufträgen läuft zurzeit nicht so gut. Meinst du, er wäre bereit für eine größere Herausforderung? Schon wirklich? Ach, Quatsch. Was soll ich mir den Kopf darüber zerbrechen? Ist doch nicht meine Firma. Das musst du auch nicht, das mache ich schon. Was für ein Projekt handelt es denn? Es wäre unprofessionell, in dieser Phase darüber zu reden. Erzähl mir lieber von deinem Vater. Wie geht's dem guten Max? Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du Besuch hast. Macht nichts, komm ruhig rein. Ich glaube, ich komme doch lieber wieder, wenn dein Besuch weg ist. Charmantes Mädchen, diese Sophie. Sophie Lewinsky? Hallo Sophie, ich bin's, Fiona. Fiona, hallo, wo bist du denn? Immer noch in Venedig. Heute Abend stechen wir in See. Und wie ist Venedig? Erzähl mal. Ach, einfach wunderschön. Ich bin so froh, dass wir diese Reise doch gemacht haben. Ach Mensch, toll. Ich freue mich für dich. Bei dir alles in Ordnung? Ja, ja, es ist alles bestens. Und die Kneipe? Wie immer, mach dir mal keine Sorgen. Frank, wie läuft's mit ihm? Er macht sich. Bestimmt? Ja, ganz bestimmt. Du verschweigst mir auch nichts? Nein, gar nichts, wirklich. Gibt es denn überhaupt keine Neuigkeiten? Ach, außer dass Clarissa heute bei Alex war. Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Ja, und was wollte sie von ihm? Ich habe nur mitbekommen, wie sie nach Max gefragt hat. Aber ich bin gleich gegangen. Ich möchte wissen, was sie jetzt schon wieder ausheckt. Ach, vielleicht hätte ich dir nicht erzählen sollen, hm? Ist schon gut, Sophie. Du, ich muss jetzt Schluss machen. Max wartet schon auf mich. Alles Gute und pass auf dich auf. Ja, du auch. Und viel Spaß auf eurem Traumschiff, ja? Den haben wir bestimmt. Okay, tschüss. Hallo. Hi. Danke, dass du so schnell gekommen bist, Julia. Ja, klar. Wo brennt's denn? Ist was passiert? Wie man's nimmt. Vielleicht brauche ich auch nur mal wieder ein Gespräch mit jemandem, dem ich 100% vertrauen kann. Klingt ja dramatisch. Also, was hast du auf dem Herzen? Na komm schon, spuck's aus, dann geht's dir sicher besser. Du weißt, dass du mir alles sagen kannst. Ich habe jemanden kennengelernt. Und? Wie soll ich sagen? Ich bin ziemlich durcheinander. Du bist verliebt? Ja. Aber das ist doch wunderbar. Das ist doch kein Grund zum Trübsalblasen. Ich hatte schon Angst, du würdest dich nie von mir erholen. Wer ist denn die Glückliche? Kenne ich sie? Schon möglich. Ja, spuck's aus. Wer ist es?
Julia, ich muss dir was sagen. Ist es Olga Pause oder Charlie? Nein, keine von denen. Oh, Gott sei Dank. Aber jetzt bin ich wirklich neugierig. Julia, es ist keine normale Liebe. Meine Nachfolgerin muss etwas Besonderes sein, das bist du mir schuldig. Aber komm schon, jetzt sag es oder ich platze vor Neugier. Julia, ich habe mich in einen Mann verliebt. Herr Redlich, es geht um die Gestaltung meiner Boutiquen in den Orbis-Einkaufszentren. Ich dachte, dass wir uns da schon einig waren. Sie dürfen Ihre Boutiquen so gestalten, wie Sie wollen. Sie brauchen keine Angst zu haben, ich werde mich da nicht einmischen. Ich denke, ich habe bereits eine äußerst kompetente Firma für die notwendigen baulichen Veränderungen gefunden. Diese Firma wird auch als Generalunternehmer für die Orbis-Zentren eingesetzt. Es tut mir sehr leid, verehrte Frau von Anstetten, aber die Inneneinrichtung der gesamten Zentren liegt in meiner Hand. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. Im Übrigen ist der Auftrag fast schon vergeben. Ah ja? Ja. Ich habe allerbeste Konditionen aushandeln können. Ich glaube kaum, dass ich noch ein besseres Angebot finden dürfte. Meinen Sie? Was mir diese Firma liefern wird, sind modernste Hightech-Interieurs zu wettbewerbsfähigen Preisen. Damit werde ich der Orbis-Gruppe zu einem neuen Image verhelfen. Es tut mir leid, es Ihnen so direkt sagen zu müssen, aber die Orbis-Gruppe, so wie Sie sie vielleicht noch kennen, gibt es bald nicht mehr. Was dieses Unternehmen braucht, ist Innovation, nicht Tradition. Und Sie verstehen sich als Wegbereiter der Innovation? So ist es, Frau von Anstetten. Und ich werde diesen neuen Weg durchziehen, komme, was da wolle. Wie gut, dass Sie nicht der einzige Kandidat für die Nachfolge von Max Orbis sind. Der Sohn von Max Orbis hat bereits abgelehnt. Sie sind vielleicht der Torhüter der Innovation. Aber gut informiert sind Sie nicht, Herr Redlich. Mein Schwesterchen, na, da bin ich wieder. Frank, du hörst jetzt auf, das Unschuldslamm zu spielen, ja? Weißt du, was hier los war heute Nachmittag? Weißt du das? Hey, bleib cool, Mann. Lass mich jetzt mal los. Was ist denn passiert? Deine blöden Typen haben mir alles kurz und klein geschlagen. Ich mach das nicht mehr länger mit, Frank. Ich hab dir doch gesagt, wie du mit denen umgehen musst. Voll cool bleiben, bloß nicht aufregen. Ach so, ich soll cool bleiben, wenn sie Steine durchs Fenster schmeißen, ja? Vielleicht noch nicht lächeln. Ach, was ist denn das Problem? Zahl doch eh die Versicherung. Frank, ich mach das nicht mehr länger mit. Das Wort Verantwortung kennst du wohl überhaupt nicht. Mensch, reg dich ab! Ich hätte mich gar nicht darauf einlassen sollen, dich hier zu lassen. Aber Fiona mit ihrem weichen Herz, das hat sie jetzt davon. Und du hast deine Chance endgültig vertan, klar? Ich mach diesen Terror wirklich nicht mehr länger mit. Du gehst sofort ins Jugendasyl. Werner Breidenbach kann ich gleich abholen. Ich hab echt die Schnauze voll. Hallo? Kann ich den Werner bitte sprechen? Hier ist Sophie. Wo ist er denn? Wie, nicht da? Frank! Bist du jetzt schockiert? Nicht richtig. Überrascht vielleicht. Aber das ist okay. Ich komme selbst noch nicht ganz klar damit, dass ich mich in einen Mann verliebt habe. Gibt's doch öfter. Männer verlieben sich in Männer und Frauen in Frauen. Kann ja jeder machen, wie er will. Aber ich liebe auch Frauen. Stimmt das oder sagst du das nur, um mich zu beruhigen? Ich hab dich wirklich geliebt, Julia. Das weiß ich. Ich bin so froh, dass ich mit dir reden kann. Und ich, dass du mir vertraust. Gero, du warst immer mein bester Freund. Und du wirst es immer bleiben. Ich danke dir. Brauchst du doch gar nicht. Quält mich ganz schön, die Geschichte. Ich weiß auch nicht, wie die anderen reagieren werden. Ich bin so unsicher, wie ich damit umgehen soll. Ganz offen und ehrlich. Ich meine, wirkliche Freunde kannst du nicht verlieren. Die anderen, egal. Ich wollte, dass du es zuerst weißt, Julia. Barbara weiß es noch nicht. Sag's ihr einfach, ganz ohne Drama. Ja, oder vielleicht redest du besser erst mit Henning. Ich weiß es noch nicht. Aber du hast mir immer noch nicht gesagt, in wen du dich verliebt hast. Ich verspreche dir, wenn ich soweit bin, erfährst du es als Erste.
Von Anstetten? Fiona Beckmann. Fiona? Ich dachte, Sie sind im Urlaub. Ich möchte aber trotzdem wissen, was Sie Alex über Max gesagt haben heute. Mein Gott, was Sie alles wissen. Ich habe mich lediglich nach dem Zustand von Max erkundigt. Das wird doch wohl noch erlaubt sein, oder? Sie wissen also Bescheid? Aber natürlich weiß ich Bescheid. Ich mache mir große Sorgen um den armen Max. Max will selbst mit Alex sprechen. Ich möchte Sie bitten, ihm unter keinen Umständen etwas zu sagen. Wieso? Er ist sein Sohn. Er hat ein Recht darauf, es zu wissen. Ich bitte Sie inständig, mischen Sie sich nicht ein. Was soll denn dieses dumme Versteckspiel? Max will es so. Sie dürfen es Alex nicht sagen. So, darf ich nicht. Denken Sie im Ernst, Sie können mich daran hindern. Zeit für eine Pause. Kannst doch nicht immer nur in Stoffmustern wühlen. Aber das hier muss bis morgen früh fertig werden. Dazwischen ist aber noch ein Abend und eine ganze lange Nacht. Deine Chefin braucht Liebe, ganz viel Liebe. Willst du dich etwa ihren Wünschen widersetzen? Die Wünsche meiner Chefin sind oft sehr sonderbar. Einmal muss sie ein zuverlässiger Chefdesigner sein, der seine Termine einhält, und dann wieder soll ich ein guter Liebhaber sein. Du sollst nicht, du musst. Aber ich muss hiermit fertig werden. So ist das nun mal, wenn man ein kleiner Angestellter ist. Stefan, was ist los mit dir? Nichts. Reinweg gar nichts. Ich muss das hier nur erledigen, das ist alles. Ich fühl's doch ganz genau. Du bist einfach nicht mehr derselbe. Ich bin derselbe. Mit allen Stärken und Schwächen. Darf ich jetzt hier weitermachen, ja? Okay. Zwingen kann ich dich ja nicht. Was willst du denn schon wieder? Ich wollte dir noch was sagen. Eigentlich wollte ich es dir schon heute Nachmittag sagen, aber dann hat mich der Mut verlassen. Es geht um deinen Vater. Du sollst endlich die Wahrheit erfahren. Welche Wahrheit? Ja, bitte sag, was ist denn? Dein Vater hat nicht mehr lange zu leben, Alex. Sein Herz. Was ist mit seinem Herz? Max ist sehr krank. Aber wieso hat er mir nichts davon erzählt? Er wollte dich schonen. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ihr habt euch so lange nicht gesehen, so viele Jahre. Er wusste nicht, wie er mit dir reden sollte. Was soll das heißen? Er hat nicht mehr lange. Ja, das wissen wir auch nicht. Deswegen die Reise. Er möchte noch mal was Schönes erleben. Aber ich kenne ihn doch kaum. Er kann doch jetzt nicht einfach weggehen und mich alleine lassen. Wir wollen ihm die letzte Zeit so schön wie möglich machen, hm? Ich tue alles für ihn. Du weißt, was sein größter Wunsch ist. Er möchte so gerne, dass du die Firma übernimmst. Ich glaube, er hat die Firma nur für dich aufgebaut. Willst du es nicht noch mal überlegen? Schon müde? Schade. Ich hätte mich gerne noch ein bisschen mit dir unterhalten. Morgen ist auch noch ein Tag. Gero, warte einen Moment. Ist irgendwas vorgefallen, als ich weg war? Was meinst du? Oh, Stefan ist so komisch. So distanziert und so abweisend. Ganz anders als vorher.
Heute möchte er gerne zu Hause schlafen. Das hat er noch nie gemacht. Ich weiß einfach nicht, was mit ihm los ist. Ich habe ihn ja hoffentlich nicht irgendwie verletzt. Mutter, ich weiß es auch nicht. Kann ich jetzt schlafen gehen? Ja klar. Kannst mir ja auch nicht weiterhelfen. Nonne, Gotthard, jetzt sei aber ein lieber Junge. Ich habe dich doch nicht dafür hierher gebracht, sondern damit du die Renovierung bestandst. Ich bestand aber lieber dich. Ich find's ein bisschen kühl hier, du nicht? Lass mich dich wärmen. Nein, nein, nein. Gleich, mein Schatz. Hier zieht's doch irgendwo. Ach. Das verstehe ich nicht. Jetzt zieht's aber nicht mehr. Das darf aber nicht mehr vorkommen. Stell dir vor, wenn die Gemälde erst da sind. Ich muss mir unbedingt eine neue Alarmanlage einbauen lassen. Tu das. Eine Alarmanlage wird uns wunderbar schützen bei zukünftigen Besichtigungen. Was war das? Da ist doch jemand. Ich habe nichts gehört. Ich meine es ernst, Gotthard. Da ist jemand. Das offene Fenster. Komm, wir rufen die Polizei. Ich werde wahnsinnig. Was hast du denn hier verloren? Das ist doch die Höhe. Halt ihn fest, ich rufe die Polizei. Keine Bange, mit dem werde ich allein fertig. So, raus hier und lass dich nie wieder blicken, verstanden? Wiedersehen macht Freude. Hab doch gewusst, dass ich dich noch erwische. Jetzt bist du dran, Alter. Überleg's dir noch mal. Ich hätte eine kleine Überraschung für euch. Was für Überraschung? Kommt erstmal mit. Ist dein Schwesterchen heute gar nicht im Dienst, Kleiner? Nee, die ist schon oben. War ein anstrengender Tag für sie heute. Wegen mir. Die Ärmste. Dann leg mal los. Ich hätte ein todsicheres Ding für euch. Der will uns nur zulabern. Schnauze. Lass hören. Hier in der Kneipe gibt's eine Menge zu holen. Ich warne dich. Wenn du mich verarschen willst. Quatsch. Ich will euch helfen, wie ihr ganz schnell an viel Kohle kommt. Das wird deiner süßen Schwester aber gar nicht gefallen. Die Alte ist mir scheißegal. Hauptsache, ihr habt euren Spaß.